Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Classic im Nordend. Wir sind jetzt in Akmas Hammer zu Hause und haben hier viele Aufgaben, die wir annehmen können. Wir können auch was abgeben, aber wir werden erstmal neue Aufgaben annehmen. Abbild des Erzmagiers Aethas Sonnenherrscher. Nennt euer Anliegen. Was? Ja, was ist? Für den Sonnenbrunnen. Leichenflattern. Die Mondruhgärten im Südwesten waren die letzte Ruhestätte einiger Hochgeborenen. Sie waren auch ein machtvoller Leihlinien-Nexus. Der blaue Drachenschwarm hat sich einer magischen Vorrichtung bedient, welche sie die Sognadel nennen, um diesen Nexus zu zerstören und die entfesselten Kräfte nach ihrem Willen nutzen zu können. Ich brauche mehr Informationen und möchte, dass ihr sie mir beschafft. Nachdem das Land bei den Ruinen zerstört wurde, haben sich die Geister der Hochgeborenen erhoben und die anwesenden Magierjäger um die Hälfte dezimiert. Geht und durchsucht ihre Leichen nach Hinweisen. Lebt wohl. Ist das etwa eine Prequest-Reihe für den Nexus? Okay. Bote Torvus. Was braucht ihr? Nachricht aus dem Westen. Okay. Torvus schüttelt eure Hand und steckt euch heimlich einen Brief zu. Torvus flüstert leise. Spielt einfach mit Onimandra. Schön, euch hier zu sehen, Soldat. Fürst Höllschrei hat Oberanführer Akma zweifellos seine kräftigsten Krieger geschickt. Torvus flüstert wieder. Lest ihn und werft ihn danach in den Feuerkrug neben mir. Okay. Was hat Sauerfang? Was hat Sauerfang hier? Gehen wir hier ein bisschen. Na, wir lesen mal den Brief. Oh Gott, das ist schon wieder so eine Schrift, die man nicht lesen kann. Onimandra, falls ihr diesen Brief lesen solltet, dann seid ihr am Leben und noch in einem Stück. Zumindest habt ihr noch eure Augen. Ich muss mich für diese Geheimniskrämerei entschuldigen. Akma verlangt, dass alle Briefe vor dem Versand gelesen werden. Es gibt zu viele Verräter und Diebe, wie es der Steckbrief eindeutig zeigt. Hier werden delikate Angelegenheiten besprochen, die mit Leichtigkeit von den neuen Wachen missverstanden werden können. Für einen Soldaten der Horde ist der Verlust unabdingbar. Verlust bedeutet Tod und mit dem Tod gibt es keine Verhandlungen oder Interpretationen. Man kann nur hoffen, dass dieser ehrenhaft vonstatten gegangen ist. Sieg jedoch. Sieg kann vieles bedeuten. Ihr habt sicherlich bemerkt, dass die Krokor in voller Stärke aufgelaufen sind. Entschuldigt. Der Kriegshäuptling hat seine elitäre Wache gesandt, um bei der Sicherstellung des Sieges im Nordend zu helfen. Zusammen mit euch und weiteren Helden zwingen sie den Lichtkönig auf den unweigerlichen Schluss zu. Jede Herausforderung, die ihr überwindet, bringt uns einen Schritt näher daran, die Welt von Arthas und der Geißel zu befreien. Und dort liegt das Problem. Ihr müsst verstehen, unsere Streitkräfte in Nordend unterstehen der Schirmherrschaft des jungen Höllschreis. Jeder Sieg stärkt die Moral der Streitkräfte der Horde hier und überträgt sich dann auf den Rest Azeroths. Das macht es bedauerlich, dass Höllschrei solch barbarische Taktiken anwendet. Mit dem Sieg vor Augen erhält Höllschrei noch weitere Bestätigungen für seine Vorgehensweise, was uns im Gegenzug wieder an einen Punkt bringt, an dem wir schon viele Jahre nicht mehr waren. Ein dunkler Ort. Ich habe meinen Sohn geschickt, um unsere Truppen an der Pforte des Zorns zu kommandieren. Ich weiß, dass er ehrenhaft kämpfen wird und ich hoffe, dass sein Mut und seine Beharrlichkeit von unseren Streitkräften bemerkt und übernommen werden. Er ist mein Herz und meine Stärke an einem Ort, an dem ich nicht zu sein vermag. Ihr werdet meine Augen und Ohren sein. Zusammen ebnen wir den Weg. Blut und Donner, möge eure Ankunft uns beides bescheren. Sauerfang. Oh ja, Ah, da ist der Steckbrief. Torvus nickt euch zu. Haben wir uns also verstanden? Ich werde zu meinem Fürsten zurückkehren und ihm sagen, dass ihr eingewilligt habt. Sieh jetzt in Ehre. Okay. Wohin habe ich eingewilligt? Ja, ich werde zur Pforte des Zorns natürlich irgendwann gehen. Das ist ja sowieso. Da wird ja eh einiges hinkulminieren, von daher. Okay. Wir werden Arthas zermalmen. Die Geißel ist nichts im Angesicht der Macht der Horde.
Die Taunka und die Taucher. Zum Sieg. Die Geißel hat Eisnebel, die Hauptstadt der Taunka, unter ihre Kontrolle gebracht. Alle Taunka, die das Massaker überlebt haben und fliehen konnten, wurden in Flüchtlingslager von Westwind an der westlichen Grenze der Drachenöde in Sicherheit gebracht. Fürst Höllschrei glaubt, dass sich die Taunka der Horde anschließen müssen, wenn sie überleben wollen, und hat eine Taurenabgesandte nach Westwind entsandt, um unsere Beziehungen zu den Wintertauren zu festigen. Reist zum Flüchtlingslager von Westwind und sucht abgesandte Leuchthuf auf. Ihr werdet sie unterstützen. Okay, das tue ich gerne. Taunka mochte ich ja immer. Die sind tatsächlich in manchen ein bisschen kriegerischer als die Tauren von sich aus. Die Tauren sind ja oft so... Also sie haben auch dieses mit der mit der Balance, mit der Natur und allem. Ich finde, sie sind ein Tacken kriegerischer. So. Ach du meine Güte. Gesucht wegen Hochverrats und anderer verräterischer Tätigkeiten gegen die Horde. Alle Kopfgelder werden von Hauptmann Gort ausgezahlt. Gesucht. Magister Keldonus. Auf Erlass des Oberanführers Akmar. Angeklagter Magister Keldonus. Verbrechen. Verrat. Zustand. Lebendig. Im Namen der Horde ist Magister Keldonus, einstiger Magierkommandant von Akmars Hammer, auf der Stelle zu töten. Gesichtet wurde Keldonus das letzte Mal, als er auf dem Weg nach Südwesten in Richtung der Mondruhgärten unterwegs war, um sich dort dem blauen Drachenschwarm und dem Feldzug gegen die Magie anzuschließen. Keldonus sollte mit Vorsicht begegnet werden. Hauptmann Gord in Akmas Hammer ist für die Auszahlung aller Kopfgelder verantwortlich. Okay, wir nehmen es mal an. Okay, angeklagter Gigantauer. Verbrechen, Angriff auf die Horde. Potthässlich. Zustand lebendig. Der Magnatauren-Fürst Gigantauer wird in Verbindung mit einer Reihe von Angriffen auf die Soldaten und Anlagen der Horde in der Drachenöde gesucht. Zuletzt wurde Gigantauer in den Wäldern und auf den Straßen südlich und östlich von Akmas Hammer gesehen. Gigantauer gilt als bewaffnet und extrem gefährlich. Ja, okay. Was gibt es denn hier? Ich habe gar nicht geguckt, was es bei dem anderen gab. Okay, Schreckensklaue. Schreckensklaue wird wegen zahlreicher Angriffe auf Karawanen der Horde, die entweder nach Galgrim oder von dort aus unterwegs waren, gesucht. Ihm sollte mit äußerster Vorsicht begegnet werden. Ha, was ist denn Schreckensklaue? Was ist er denn? Also hier steht nicht, was er ist. Ich kann es mir schlecht vorstellen. Aber es ist so ein so-so. Ordentlich Intelligenz und Willenskraft. Weniger Ausdauer. Ja, okay. Ist aber okay. Das blöde Abenteurer-Paket ist schon wieder dabei, was keine Sau braucht. So, die Seuche der Verlassenen. Ich finde ihn nicht. Ach, da hinten. Die Verlassenen haben sich hier... So. Ich bin von den Verlassenen. Denk dran. Ja, wurde auch langsam Zeit. Ja, ich habe hier was für euch. Vertraut niemandem. Dr. Malefius wirft einen kurzen Blick auf den Inhalt des Pakets. Herrlich, genau nach Angabe. Hier ist eure Bezahlung, Onimandra. Behaltet das, was ihr gesehen und getan habt, für euch. Die Sache ist streng geheim. Informationen werden bei Bedarf weitergegeben. Ja, streng geheim. Ich überlege gerade, ob ich einfach mal... was ich nehme... Unsere Zeit wird kommen. Okay, er hat keine neue Aufgabe für uns. Das ist ungewöhnlich. Gnomische Verlassene? Ja, ich fürchte, ich weiß, was er da an... Also sagen wir so, Ich muss jetzt ein bisschen Spieler- und Charakterwissen trennen. Kraft und Ehre. Waren repariert, okay. Siehet in Ehre. So. Ich glaube, es gibt gerade keine weiteren Quests hier. Es sei denn, wir übersehen irgendwas. Ich glaube aber nicht. Ich gehe trotzdem hier nochmal kurz gucken. Nicht, dass hier oben noch irgendwas ist.
manchmal übersieht man ja dann doch noch irgendwelche Questgeber irgendwo. Das wäre ein bisschen blöd. Waisenkinder. Oh. Waisenmatrone Zwillingsbiss. Wie die hier alle liegen in so kleinen Körbchen. Friede sei mit euch. Diese Kinder werden weiterleben. Liebe und Zuneigung können aus ihnen starke Mitglieder der Horde machen und mit der Zeit werden die schrecklichen Erinnerungen an ihr früheres Leben verblassen. Lebt ja. Das ist ja. Ach Gott, die armen kleinen Schnuckis. Die sehen echt süß aus da. Wie sie da in diesen Körben steckten. Bisschen weird, aber irgendwie auch süß. Okay, da ist... Sieht jetzt nicht so aus, als würden wir hier noch irgendwas verpassen. Richtung. Ich wollte hier. Ja, wir werfen erstmal einen Blick auf die Karte. Also, da ist Schreckensklau. Ich weiß immer noch nicht, was er ist. Da ist Gigantaur. Aha, hier sind also Magmatauren. Da ist das. Da ist das. Das. Geht das? Ist das noch? Drachenöde? Ich glaube schon. Geht in die boreanische Tundra über, aber passt ja auch, ne? Weil ich überlege, ob wir das vielleicht als erstes machen. Das ist am weitesten weg. Questmäßig, also EP-mäßig ist es ja egal, weil momentan sind wir ja noch auf dem Levelstopp, also... Da werden wir auch noch eine Weile bleiben. Das ist wirklich sonst total witzlos. Es ist ja jetzt schon... Also wir sind Level 75. Ich möchte auch ein bisschen Herausforderung dabei haben. Gefrorenes Kraut kann ich nicht. Ah, hier ist Eisnebel. Dann, oh, hier unten sind auch... Ah, ja, hier, Klicks der Entwirrer, das war hier unten. Ja, wir gehen jetzt erstmal in die Richtung und dann gucken wir mal. Wir werden hier auf jeden Fall noch Quests haben. Und weil seit einiger Zeit ja doch der ein oder andere neue Zuschauer dazugekommen ist, also nicht wundern, ich habe einen Levelstopp eingelegt, irgendwo hier bin ich. Weil ich fast Level 76 war, nachdem ich die boreanische Tundra erledigt hatte und ich glaube den heulenden Fjord, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ich hatte den Levelstopp eingelegt, nachdem ich mit der boreanischen Tundra fertig war, weil ich tatsächlich alle Gebiete machen möchte für die Quests. Also wir machen die ja, ich mache ja hier die Story und nicht... Ne, wir werden jetzt keine, nicht raiden oder irgendwas. Es geht mir hier rein um die Story-Quests. Und, deswegen habe ich den Levelstopp eingelegt. Ne? Also. So, und hier haben wir einiges an Quests auch zu tun. Ah, ich mag die Musik. So, dann reden wir erstmal mit ihr. Stopp. Mögen euch die Winde leiten. Es ist unsere Pflicht, diese Towncard zu beschützen und ihnen jedes bisschen Ruhe und Frieden zu schenken, das wir geben können. Habt günstige Winde. Was ihr hier sehen könnt, ist alles, was von den Towncard aus der boreanischen Tundra und der Drachenöde übrig geblieben ist. Sie sind ein gebrochenes Volk, geschunden und fast ausgerottet. Leuchthuf schüttelt ihren Kopf. Nur die Horde kann sie jetzt noch retten. Nur die Horde kann ihren gebrochenen Geist wieder heilen.
Wir werden sie pflegen, bis sie wieder bei voller Gesundheit sind und sie werden im Gegenzug die Horde im Nordend verstärken. Geht mit der Erde. Okay. Mit offenen Armen empfangen. Bevor wir diese Taunka offiziell in die Horde aufnehmen können, müssen wir den Nerubern der Anubar, von denen die Wälder hier in der Nähe nur so wimmeln, unsere Waffen wieder abnehmen. Sie gingen verloren, als eine Karawane von Akmas Hammer letzte Nacht in einen Hinterhalt der Geißel geriet. Wagt euch in die Wälder hinaus, die sich östlich des Flüchtlingslagers von Westwind befinden, und bringt mir diese Waffen zurück, Untote. Möge die ewige Sonne euch bescheiden. Das kriegen wir, denke ich, hin. Sind hier überall Schwärme? Ja, tatsächlich. Wir können Fischschwärme. Wir können ganz viel. Garrosh wird bald seine fähigsten Soldaten ausschicken und sie werden euch in die offenen und wartenden Arme der Horde führen. Ja. Garrosh. Hier raus. Die Quest ist hier. Blutwache Rokil. Aha. Blut und Donner. Stolz der Horde. Ich gehörte zur Eskorte der Karawane, die mit einer Waffenlieferung auf dem Weg in dieses Lager war. Der Angriff kam schnell und ohne Vorwarnung. Wir bekämpften und erschlugen Dutzende dieser Bestien, doch am Ende waren es einfach zu viele. Ach nee, Biester. Thorsin und ich konnten gerade noch mit dem Leben davon kommen. Wären wir nicht verletzt, würden wir uns selbst draußen in den Wäldern auf die Jagd nach diesen Scheusalen machen. Werdet ihr uns dabei helfen, unseren verlorenen Stolz wiederzuerlangen? Sucht in den Wäldern östlich von hier nach den Nerubern der Anubar und tötet sie. Für die Horde. Jo, das machen wir wohl. Das machen wir wohl. Das machen wir auch ohne tolle Belohnungen. Das machen wir einfach, weil, ne? So, das ist jetzt hier. Und dann können wir uns hier so durcharbeiten. Einfach, ja. Spinnen. So, wir haben immer noch. Ich sollte alle... Ich hau einfach mal die Sachen neu rein. Okay, der Rest ist alles da. Ja, nicht wundern. Ich habe den Wappenrock des Würmbrut-Tempels an, auch wenn ich zwar nicht in Dungeons gehe. Aber ich mag einfach für den Würmbrut-Tempel. Das ist zwar nicht so schön hier. Hupsili. Aber ich mag einfach, dass wenn wir den Agentumskreuzzug-Wappenrock kriegen, dann switche ich den. Es geht einfach darum, halt... Also, so wie es sich jetzt so langsam gestaltet wird, oh, das zählte nicht. Keine Wegelagerer. Das sind die Wegelagerer. Da ist das gefrorene Kraut, das ich nicht pflücken kann. Ach, Mist. Ich müsste nochmal irgendwie... Ich glaube, in Grizzlyhügel werde ich wieder pflücken können. Oder wir müssen kurz einen Ausflug machen in die... Boreanische Tundra oder ähnliches, weil ich bin, ich habe nicht Kräuterkunde 400, die ich brauche. Mir fehlen, glaube ich, 6 Punkte. Ja, brauche 400 und ich habe, habe ich neulich schon nachgeguckt. Genau, 394, 6 Punkte. Ich habe kein Ziel. Doch, ich habe ein Ziel, diese fiese Spinne da. Ich mag keine Spinnen. In echt nicht und in Spielen auch nicht. Ich ein bisschen schade finde. Oh. So. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich hier scheinbar nur gefrorenes Kraut habe und keine anderen Sachen. Ja gut, das ist, wir sind hier mitten im Schnee. Deswegen... Ich meine, ich hatte in anderen Gebieten der...
der Drachenöde Goldklee gepflückt. Also ich bin mir da ziemlich sicher. Kann aber auch sein, dass ich mich da irre, dass das woanders war. Ich habe auf jeden Fall kein Problem damit, diesen Spinnen den Garaus zu machen. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Spinnen nicht persönlich begegne. Das wäre unschön für mich. Also ich glaube, da hätte ich echt ein Problem, wenn ich so großen Spinnen in echt begegnen müsste. Also schon kleine Spinnen bereiten mir Probleme und je größer sie werden, desto mehr man von ihnen erkennen kann, desto schlimmer ist das für mich in echt. Darum, ja. Also Arachnophobiker zu sein, ist nicht lustig. Vor allem nicht, wenn man einen Garten hat. Doch weg. Okay. Irgendwas. Hat uns gerade ziemlich viel Gesundheit gekostet, was ich sehr weird finde. Einen kurzen Moment, um meinen Mana wiederherzustellen. Ich bräuchte vor allen Dingen diese Waffen der Horde auch. Ich habe bis jetzt nur eine einzige Kiste gefunden und hier sind irgendwie, hier sollen irgendwie ganz viele sein. Ich sehe nur keine. Ich sehe nur Spinnen. Naja, gut. Nein, nein, das wollte ich nicht machen. Das war jetzt ein Fehler. Ziehen mir ganz schön viel ab, die blöden Spinnen. Schweinebacken. Genau, hau mit dem Stab zu. Alle Stricke reißen, machen wir Nahkampf. Ich wusste doch, irgendwie müssen ja noch mehr Kisten sein. Ich war einfach zu weit nach oben gegangen. Oh Gott. Ich möchte vor allem auch nicht den verseuchten Hirsch hier womöglich... Oh nein, ich habe Elch. Elch. Also ich möchte nicht den Elch und eine Spinne im Kampf haben. Ich werde den jetzt mal erledigen, weil ich glaube ich sonst nicht hier so unbehelligt rumlaufen kann, weil der da patrouillierte und mich irgendwann auch angegriffen hätte. Da er verseucht ist, tue ich ihm wahrscheinlich gefallen damit, dass ich ihn aus dem Leben befördere, von daher. Ein bisschen, ich weiß nie, wie die Agro-Reichweite bei denen ist. Das ist so weird. Einfach mal den Schild an. Netterweise kann ich ja in dieser mit der Dispersion eingeschaltet trotzdem looten, was ich irgendwie sehr lustig finde. Ich kann nichts anderes machen, aber looten kann ich. Ist weird. Ja, sie sind wirklich einfach nur unangenehm. Unangenehm hoch 3. Sie machen auch so widerliche Geräusche. So dieses. Sie sind ja auch nicht einfach nur Tiere, das ist das. Ne? Also die Anubar sind ja. Es ist ja.
kompliziert mal wieder. Die sind ja... Ganz ursprünglich waren sie ja auch nicht böse. Also in ihren absoluten Ursprüngen. Sehr lange zurückliegenden Ursprüngen. Also sie waren nicht gut, aber sie waren halt auch nicht böse. Es ist, ist halt ein Unterschied, ob du neutral bist oder ob du einfach gegen alles bist, was nicht Chitinpanzer trägt oder spinnenartig ist. Also das sind ja die Spinnen, aber es gibt ja auch noch die Käfer. Also hier haben wir es ja hauptsächlich mit den Spinnen zu tun. In Silithus ist das ja, wenn man in Silithus unterwegs ist, sind es halt auch sehr viele Käfer. Hier sind noch mehr Kisten, das ist sehr schön. Wie viele haben wir? Ah. Jetzt danach noch zwei. Wir könnten jetzt einfach auch auf das Flugmount gehen und die Gegend absuchen, aber ja, okay, da sind die zwei Kisten. Eine Kiste noch und ein Wiegelager. Okay. Da oben ist noch eine Kiste. Ich hoffe, ohne rumrennenden Wiegelagerer, dann müssen wir nicht noch einen Kampf machen, den wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Okay. Okay, haben wir da schon mal für zurück. Denn das andere sind ja Steckbriefaufgaben. Wir machen jetzt erstmal hier die... Helfen jetzt erstmal hier den... den Leuten. Rokil salutiert für euch. Ihr habt unsere Ehre bewahrt, Unimandra. Wir beide, Torzin und ich, danken euch für diese selbstlose Tat. Ja, es war nicht ganz so selbstlos, ne? So, haben wir denn hier irgendwas, was besser ist? Das ist das Problem. Das nützt uns nicht so wirklich viel, weil es... also es... Ja, kritische Trefferwertung und Zaubermacht ist halt beim Schlag des Meeres, wenn wir den nicht vergessen. Ab und zu denke ich dran, die Dinger mal zu benutzen. Angriffskraft habe ich immer gespeichert als Nahkampfangriffskraft. Und die sind einfach schlechter als das, was wir haben. Von der Rüstung her. Aber sie geben mehr... Nee, Intelligenz würden wir auch verlieren. Wir würden Ausdauer gewinnen, aber Intelligenz verlieren damit. Also das wäre jetzt, wenn wir Hexenmeister wären, wäre das okay, aber... Trotz allem würde ich das nicht tauschen. Nee. Nehmen einfach mal hier die Platte und verkaufen die. Wie immer. In der Hoffnung, dass die Platte mehr bringt. Ich weiß auch nie, ob das wirklich ist. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass man für schwere Rüstung mehr Gold bekommt als für Stoff. Vielleicht war das auch früher und ist mittlerweile nicht mehr. Aber ich suche deswegen immer die Plattensachen aus. Ohne Rüstungen und Waffen werden unsere neuen Mitglieder schutzlos ihre Wanderung nach Akmas Hammer antreten müssen. Nein, ich habe doch eure Waffen gefunden. Das ist genau, was wir brauchen, Unimandra. Die Waffen der Horde zu schwingen, wird ihre Seele erfrischen und ihnen den nötigen Schutz gegen die Geißel geben. Seid ihr bereit für das Aufnahmeritual? Leuchthof nickt euch zu. Ihr werdet diejenige sein, die unsere neuen Verbündeten offiziell in die Horde aufnehmen wird. Wie was? Ich? Habt günstige... Gut. Okay. Blutschwur der Horde. Sie sind bereit, Unimandra. Diese Townkar würden nur zu gerne der Horde beitreten und alles dafür geben, die Geißel aus der Welt zu schaffen. Leuchthuf gibt euch eine Schriftrolle, die das Siegel der Horde trägt. In dieser Schriftrolle steht der Blutschwur der Horde geschrieben. Die Tradition verlangt, dass unsere neuen Townkar-Brüder und Schwestern die darin befindlichen Worte laut verlauten lassen. Nehmt diese Schriftrolle und verpflichtet die Townkar in den Dienst der Horde, Kommandantin. Bringt die Rolle wieder zu mir zurück, wenn ihr euren Auftrag abgeschlossen habt. Jetzt bin ich plötzlich Kommandantin? War ich das vorher auch schon? Die Vorfahren euch schützen. Okay, jetzt muss ich einfach nur ein
paar Taunka in die Horde aufnehmen. Das ist ja einfach. Ich dachte, ich könnte irgendwas Spezielles machen. Wir sollten der Horde beitreten, wenn sich uns die Möglichkeit bietet. Die Geißel würde würde unter dem Gewicht unserer vereinten Kräfte erdrückt werden. Hier gibt es nichts mehr für uns. Ich finde es interessant, dass die weiblichen Taunka mehr wie die Tauren aussehen. Oder sind das Tauren? Nee, aber das sind ja... Nun, was auch immer geschieht, wir müssen unsere Entscheidung als Gruppe treffen. Ja, komm, dann rede ich mal mit dir. Nur die Horde kann uns jetzt noch retten. Sorgt euch nicht länger, Taunka. Die Horde wird euch und euer Volk beschützen. Doch zuerst müsst ihr dem Kriegshäuptling die Treue schwören, indem ihr den Blutschwur der Horde ablegt. Wird die Horde mir die Chance bieten, die Geißel zu bekämpfen? Ja, Taunka. Vergeltung ist ein freies Recht für alle Mitglieder der Horde. Oh ja, das passt ja zu Unimandra dann. Um mein Volk zu rächen, um die Pest, die unser Land heimgesucht hat, zu vertreiben, werde ich den Eid schwören. Ich verpflichte alles, was ich habe und alles, was ich bin, der Horde. Dann sprecht mir nach. Loktar Ogar, Sieg oder Tod, diese Worte binden mich an die Horde, denn sie sind die heiligste und die fundamentalste aller Wahrheiten für einen Krieger der Horde. Ich verpflichte mein Fleisch und mein Blut dem Kriegshäuptling. Ich bin das Instrument der Wünsche meines Kriegshäuptlings. Ich bin eine Waffe unter dem Kommando meines Kriegshäuptlings. Von diesem Moment an, bis an das Ende meiner Tage, für die Horde. Ja, sagt danach. Okay. Für die Horde. Bewaffnet euch aus den Kisten neben uns und meldet euch bei Akmas Hammer, östlich von hier. Eure erste Probe als Mitglied der Horde ist es, die Reise dorthin zu überleben. Loktar Ogar. Okay. So, ich muss das jetzt mit allen Möglichen machen. Das werde ich jetzt nicht immer wieder vorlesen, weil es ist... Friede sei mit euch. Ja. 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 Wir machen das einfach jetzt mehrmals. Ich renne immer zu den Grüppchen rum und hab nicht immer die gleichen. Komm hier, du Angelnder. Grüße. Mögen die Vorfahren schützen. Ja, das werden sie bestimmt. Na? Was führt euch hier? Seid vorsichtig. Ich denke, das reicht, wenn ich das einmal vorlese. So. Oh Mann, Entschuldigung. Meine Güte, da hat meine Stimme mich wieder vollkommen verlassen gerade. So. Und natürlich sprechen wir auch demnächst. Oh, sie hat eine schöne Stimme. Okay. Geht in Frieden. So, wir haben es geschafft. Dann. Wie kann ich euch helfen? Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Sie werden der Horde zu mehr Kraft verhelfen, Kommandantin. Ja. Mögen die Vorfahren euch schützen. Ich danke euch dafür, Kommandantin Onimandra. Sie hatten nichts mehr. Doch nun, euch ist es zu verdanken, dass sie einen neuen Sinn gefunden und damit neue Hoffnung geschöpft haben. Hoffnung auf ein Morgen und ein neues Leben. Habt günstige Winde. Jene, deren Sache rechtschaffen und rein ist, werden erlöst. Schließt euch uns an und ihr werdet gerettet. Okay, sie glaubt das auch wirklich alles. Das ist sehr schön. Akmas Hammer. Direkt östlich dieses Flüchtlingslagers befindet sich Akmas Hammer, ein Zeichen dessen, welche Stärke die Horde in der Drachenöde besitzt. Zwar hege ich keine Zweifel darin, dass unsere Brüder und Schwestern von der Horde schon das Ergebnis unserer Versuche sehen können, mit denen wir die Taunka zum Anschluss an die Horde bewegen wollen, doch ungeachtet dessen möchte ich, dass die Erfolgsnachricht von euch höchstpersönlich an Oberanführer Akma überreicht wird. Geht nun, Onimandra. Schnell wie der Wind. Ostwärts nach Akmas Hammer. Das ist so weird, weil wir sind ja von Akmas Hammer hier hingeschickt worden. Möge die ewige Sonne euch bescheiden. Also, ne? Es ist ja nicht so, als hätten wir Akmas Hammer nicht bereits... Okay, ich sag nichts. Wir gehen. Wir gehen nach Akmas Hammer. Nein, wir gehen nicht nach Akmas Hammer. Wir kümmern uns jetzt mal darum und darum. Okay, was? Es sieht irgendwie aus, als würde was fehlen. Ach so, ja, meine Schattengestalt fehlt und damit dann auch andere Dinge. Das ist immer so verwirrend.
verschworenes Grab. So, hier sind die Mondruhgärten. Ja. Also ich muss die Magierjäger erstmal beseitigen, bevor ich ihre Leichen flattere. Richtig? Verstehe ich das richtig? Oh. Ich brauche ein Ziel. Das Licht hier ist sehr... Also hier ist ein unangenehmes... Eine unangenehme Farbgebung so auf Dauer. Aber gut. Boah, das ist, als ob das Ding hier gar nicht an wäre. Rüstungswert durch Gegenstand um 60% erhöht. Als hätte ich keine Rüstung an. So fühle ich mich gerade hier die ganze Zeit. Ja, das ist alles. Ja, ich muss gucken. Ich gehe mal hier hin. Oh, Windhändler Move. Ah, okay, hier ist. Okay, das ist interessant. Mein Befehl lautet, dass ihr hier warten müsst. Sagt er zu dem Windhändler. Was geht hier vor? Noch mehr Verzögerungen? Weiß ich nicht, ob man das Verzögerungen nennen sollte. Den hat's zerbrezelt, den Windhändler. Aber sowas von. Er reflektiert. Das war das Problem. Ich konnte nämlich gerade, hatte gerade das Gefühl, dass. Da nichts so richtig funktioniert, was ich mache. Wir haben Zaubermacht. Ja. Also es ist schon krass. Die sind ja Level 71, aber die machen mir ganz schön übel Schaden hier alle. Wow. Klauen sie mir Magie. Ich habe da nicht so ganz auf die Debuffs und alles geguckt, aber Heiden, nein. Ich trinke jetzt mal erst was. Habe ich irgendwas, was ich so essen kann? Was nicht? Ich glaube nicht, ne? Ich verkaufe den Kram ja immer. Doch hier. Einfach noch zusätzlich. Aber macht ein 35 erhöht, Ausdauer um 30 erhöht. Aber meine Güte. Die haben mir hier ganz schön reingehauen. Okay, nein, das ist nicht. Wow. Was tun die hier? Arcanimus. Die machen Dinge, die nicht gut sind. Zauberin der Sokol. Das ist das, was die hier. Also was auch immer die hier machen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Geschwächter Hochgeborener von Mondruhe. Okay. Wow. Ich frage mich, ist der... okay. Ach Gott, die sind schon wieder hier. ich laufe mal weg. Ja, toll. Ich versuche gerade, denen zu entkommen, um mich mal neu zu sortieren. Das ist ja der Hammer.
aber auch einfach gar keine, keine Ahnung. Okay, jetzt gucken wir nochmal. Also, ich muss hier unten hin. Ich denke mal, ich gehe mal eben, ja, ich mache das mal anders. Ich fliege mal. Das ist immer besser, wenn ich mir einen Überblick aus der Luft verschaffen kann. Könnte es sein, dass hier... Herren, die Sognadel ist voll funktionsfähig. Die Leihlinie unterhalb des Nachtelfentempels fließt nun in den Azurdrachenschrein. Unsere Brüder sollten all die Macht haben, die sie... Die sie brauchen, um unsere Feinde zu vernichten. Das habt ihr gut gemacht, Keldonos. Fürst Maligos wird über eure Fortschritte erfreut sein. Mein Meister zu dienen ist mein einziger Lebensinhalt, Herrin. Ja, dann... Wenn du nur diesen einen Lebensinhalt hast. Kümmert euch um diese Störung, Keldonos. Wenn ihr damit fertig seid, bringt mir den Kopf von Unimandra. Ich werde meine Gemächer mit ihrem Schädel schmücken. Wow. What the fuck? Ihr testet meine Geduld. Ihr sollt nun die wahre Macht des Blauen erfahren. Blau, blau, blau sind alle meine. Ja, hat eben nichts genutzt. Dieser Verstoß gegen den blauen Drachenschwamm wurde bemerkt. Es wird meine besondere Freude sein, eurem Körper die Lebensenergie zu nehmen. Eieiei, 102k. Tada. Ich soll aber jetzt nicht gegen sie kämpfen, oder? Das ist jetzt nicht so gedacht, ne? Das ist doch nur ein Abbild, oder? Oh Gott. Er ist schon wieder da. Das war jetzt ein bisschen schnell. Also der Respawn war mir ein bisschen zu flott. Er ist nicht mehr hinter mir her. Das ist sehr schön. Okay. Ach, das ist eine Druidin. Ich habe gerade gedacht, da kämpft irgendein Tier gegen... Nein, das ist eine Druidin. Ich hatte mich schon gewundert, welches Tier es schafft. Einen von den Drachenjägern, Magiejägern platt zu machen. Na gut. Wir haben immer noch nicht die Pläne gefunden. Ich könnte es mal mit Mana-Band versuchen. Naja, hat 10% Mana ihm genommen. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Gefrorenes Kraut schon wieder, was ich nicht pflücken kann, was mich nervt. Oh mein Gott, wieso? Ey, sag mal, was kostet... Fressen die meine ganze Magie hier? Meine ganze Gesundheit? Was passiert denn hier? Hab ich nicht drauf geachtet jetzt gerade. Sind die... Hab ich da irgendwie... Nein, Quatsch. Ich wollte nicht den gerösteten Wok essen. Oh, Jesus. Da muss ich jetzt mal gleich drauf achten, ob die irgendwas auf mich wirken, wodurch ich so mega viel Gesundheit verliere. Oh, die haben mich nicht bemerkt. Weil jetzt mal ehrlich. Oh Gott, jetzt habe ich diesen blöden Köter. Sag ich weg. Jetzt geht's.
Aber weil ich Absorbieren anhatte. Meine Herren. Die hauen aber auch echt rein hier. Und ich bin 3 Level über denen. Das ist jetzt hier gerade schwieriger als alles andere vorher. Wow. Keine Ahnung. Muss ich jetzt echt dran denken? Sonst. Die haben den Schaden reflektiert und deswegen hatte ich plötzlich. Ich verstehe. Boah, aber die droppen mir diese blöden Pläne nicht. Anstrengend. Doch, ne? Die. Haben sich die Geister der. Ich bin an der falschen Stelle. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Leichenfleddern ist in dem Sinn tatsächlich gedacht, ich muss Leichen. Nicht die Leichen, die ich produziere, sondern ich muss doch Leichen finden, die wie. Dann war ich jetzt gerade auf dem falschen Dampfer. Ja, hier sind die hochgeborenen Geister. Ich hatte mich auch schon gewundert, hier sind keine hochgeborenen Geister. Oh Gott. Ja, das ist natürlich... ja, das kommt davon, wenn man den Questtext irgendwie doch falsch liest. Ne? Ich schieb's jetzt einfach mal auf das Wetter draußen. Weil es die ganzen Tage schon so fieses Wetter ist, dass ich einfach... Ach so. Ah. Okay. Ich muss lesen. Goramosch. Ich entsende einen Vertreter des Astraleums zu euch. Botschafter Duin erzählte mir, dass es mehrere gäbe, die sich wie er der Sache gerne verschreiben würden. Fühlt ihm auf den Zahn und seht, ob ihr Verwendung für ihn finden könnt. Sollte er sich als hilfreich erweisen, könnte ich mich womöglich erweichen lassen, noch viele seinesgleichen bei uns aufzunehmen. Und seid nicht dumm. Verbrennt diesen Brief, nachdem ihr ihn gelesen habt. M. Wer wohl dieser M ist? Okay. Ich sehe gerade etwas. So. Ich werde jetzt einfach mal den Ruhestein benutzen, denn wir haben mehrere Quests, die wir abgeben können. Und, die Zeit ist schon wieder so weit vorangeschritten. Genau. Ich muss ja noch Quests abgeben. Von daher. Was? Oh. Okay. Nichts wird sich der Rache in den Weg stellen. Okay, ja, gut. Die ewige Sonne leitet uns. Bleibt wachsam. Ihr seid zurückgekehrt. Was habt ihr entdeckt? Der Tag der Abrechnung wird kommen. Ja, diesen schönen Brief, der von M unterschrieben ist. Merkwürdig, sie streben ein Abkommen mit den Astraleum an. Die Astralen könnten sich für Maligos und seinen Wahnsinn als machtvolle Verbündete erweisen. Das darf nicht geschehen. Verhindert das Abkommen. Wir müssen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Priesterin, und ihr seid der Schläger. In dem Fall sind unsere zwei Fliegen Windhändler Mufa und Goramosch. Sie sollten irgendwo in der westlichen Hälfte der Mondrugärten sein. Höchstwahrscheinlich befinden sie sich in dem größeren zweistöckigen Gebäude, welches die Grube überblickt. Und ich hätte gerne einen Beweis ihres Ablebens, wenn es euch nichts ausmacht. Okay. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Gut, und dann werden wir noch hier, ne? Luchta! Akmas Hammer.
Für die Horde. Während ihr zweifellos anderswo für die Horde eingetreten seid, waren noch viel mehr mit der Erweiterung unseres Machtbereichs im Landesinnere von Nordend beschäftigt. Selbst während wir hier noch sprechen, errichten unsere Streitkräfte die Basen auf den gefrorenen Weiten dieses trostlosen Ödlandes. Wir haben die Geißel umzingelt. Der Sieg rückt näher, während sich unsere Armeen in Massen am Fuße Angrathas, der Pforte des Zorns, versammeln. Bald schon werden wir das Tor niederreißen und zur Eiskrone durchbrechen können. Doch es gibt noch viel Arbeit zu erledigen. Zuerst müssen wir die Neruba aufhalten. Siehet in Ehre. Rast. Die wahre Bedrohung geht jetzt nur noch von zwei Orten aus. Der Schreckenszitadelle Naxxramas, die weit im Osten über der Allianzfestung Wintergarde schwebt, und der Grube von Najun, durch welche die untoten Armeen von Asyol Nerub an die Oberfläche gelangen. Es war auch genau diese Grube, aus der die Neruba der Anubar kamen, als sie das Taunkadorf Eisnebel angegriffen und es letztendlich dem Erdboden gleichgemacht haben. Wir werden die Anubar vernichten und die Grube von Najun zuschütten. Meldet euch bei Schlachtrufer Yuktok. Er wird euch über Einzelheiten informieren. Okay, machen wir doch glatt. Und ich muss ja noch, ich habe noch was abzugeben. Immerhin hier einen der Steckbriefe erledigt. Okay. Der Sieg ist nah. Zu Land und aus der Luft. So werden wir der Bedrohung durch die Anubar ein Ende setzen. Aus den Tiefen von Asyol Nerub. Die Untoten Neruba, die Eisnebel angriffen, kamen aus einem gigantischen Schlundloch, das die Grube von Najun genannt wird. Wenn sich niemand um sie kümmert, werden diese Scheusale unsere Truppen an der Pforte des Zorns in die Flanke fallen und unserem Siegeszug ein jähes Ende bereiten. Ich brauche Späher vor Ort und Nimandra geht nach Westen und untersucht die Grube von Najun. Wir müssen ihren Hauptausgang finden und ihn versiegeln. Findet heraus, wo er sich befindet. Wortes, kriegen wir wohin? Gott, warum stehst du denn da oben? Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Was? Ihr wollt, dass ich euch etwas beibringe, Priesterin? Macht euch besser bereit zu arbeiten. Ja. Oh, das ist, glaube ich, ein... Das könnte sein... Muss man mal gucken. Das schwarze Blut von Yogg-Saron. Angrathar, die Pforte des Zorns. Ich sah, wie die Metallstreben des Tores pulsierten und zu schwingen begannen, als wären sie lebendig. In meinen 50 Jahren habe ich noch nie Metall atmen sehen. Die einzigen, die etwas darüber wussten, waren die Tusker. Sie nannten es das schwarze Blut von Yogg-Saron und meinten, dass ich mich davon fernhalten sollte. Westlich, außerhalb von Eisnebel, gibt es ein Schlundloch namens die Grube von Najun. Ich hörte, dass die Schlundlöcher reich an diesem seltsamen Erz seien. Könntet ihr versuchen, mir ein paar Proben zu besorgen, falls ihr in diese Richtung gehen solltet? Okay. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. So. Wir müssen noch... wahrscheinlich müssen wir hier rein, ne? Für die Abgabe noch. Richtig, da ist er. Hauptmann Gott. Kraft und Ehre. Okay, hier ist noch mehr. Also wir geben erstmal Magister Keldonos ab. Nicht das erste dieser Magier-Weicheier, das uns verraten hat und sicherlich nicht das letzte. Ist aber auch verdammt schade. Er war einer unserer besten Magier. Er konnte ein Buffet herzaubern, das einem das Wasser im Munde zusammenlief und Herzen höher schlug. Okay, wenn das seine ganzen, also wenn das seine einzigen Vorzüge waren, naja. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Stab, der ist schlechter als unserer. Ja, wir nehmen ihn trotzdem. So viele Quests hier zum Annehmen. Zum Tode verurteilt, Hochkultist Zangus. Ich habe mit eigenen Augen beobachten können, wie er uns verriet. Der Verräter hat einen Angriff der Anubar auf diese Festung geleitet, bei dem einige meiner besten Soldaten ums Leben kamen. Gord schüttelt den Kopf. Er hat die ganze Zeit über gemeinsame Sache mit der Geißel gemacht und wir haben davon nichts gewusst. Wie viele Verräter wie Zangus gibt es denn? Wir werden sie alle finden und wenn wir sie haben... Gord macht mit seinen Fingern eine Bewegung, als ich die schneide er seine Kehle. Erster auf der Liste ist Zangos. Unsere Späher berichten mir, dass er sich in der Grube von Najun gen Westen verstecken soll. Findet ihn, tötet ihn und bringt mir seinen Kopf. Jo, das kriegen wir bestimmt hin. Wir müssen da ja eh hin. So, jetzt haben wir noch eine Quest zum Annehmen und dann ist erstmal Feierabend für heute. Wo ist denn die Quest zum Annehmen?
der Außenseite. Ah, hier der Stallmeister. Mein Auftrag in Akmas Hammer reicht weit darüber hinaus, mich um die Tiere in den Ställen zu kümmern. Der Verwesung Einhalt gebieten. Die Geißel bringt Tod und Krankheit mit sich. Wir übersehen nur zu oft, dass die Tierwelt in den von der Geißel verseuchten Gegenden stark angeschlagen ist und durch die angesteckende Verwesung letztendlich ausgelöscht wird. Für die meisten einheimischen Tiere der Drachenöde ist es schon zu spät. Die Tiere sind schon mit der Krankheit der Geißel infiziert, deren Kennzeichen eitrige Pusteln sind. Nun verwesen sie vor sich hin und sind von Tollwut befallen. Geht nach Westen zur Grube von Najun und tötet die infizierten Tiere. Seht nach, ob sich in ihren Leichen ein gut erhaltenes Organ finden lässt, da wir eins brauchen, um ein Gegengift daraus herzustellen. Okay, ich habe ein bisschen eine Ahnung, was dann die Folgequest davon sein wird. Okay, wir gehen jetzt zurück in die Festung. Oh, und ich habe ganz viel Zeug, das ich verkaufen kann. Moment. Das machen wir nochmal gerade, wo wir hier sind. So, genau. Ich muss die Dinger öffnen, bevor ich es verkaufen kann. Richtig. Und es ist alles nur Crap. Das kann ich alles verkaufen hier. Da ist nichts von sinnvoll. Sehr gut. Wie kann ich euch helfen? Unser Gold wird wieder ein bisschen mehr. Ah, beim nächsten Mal knacken wir die 2000 Gold. So, ja, okay, alles klar. Das war jetzt relativ viel Quest annehmen noch. Aber so ist das halt. Okay. Wir haben jede Menge Aufgaben, die wir erledigen müssen jetzt in der Drachenöde. Ganz viel hier in der Ecke. Wir müssen hier noch diese Sache erledigen. Wir müssen noch Gigantower machen und also die beiden Steckbriefe und das hier und dann uns hier um kümmern. Ich überlege, ob wir vielleicht erstmal diese einzelnen Quests machen. Und dann letztlich uns um das Geballt hier kümmern. Das können wir aber beim nächsten Mal spontan entscheiden. Außerdem wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich überlege, eventuell auf Disziplin mit ein bisschen heilig umzuskillen. Und zwar aus dem Grund, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass Onimandra sich verändert, während sie hier im Nordend unterwegs ist und dass sie ein bisschen mit dem hadert, wie auch zum Beispiel die Verlassenen, beziehungsweise die hier ja die Hand der Rache sind, sich eben halt hier im Nordend verhalten. Und diese ganzen Sachen mit den Tests und den Krankheiten und Seuchen, die da verbreitet werden sollen, da ist sie zwiegespalten. Also es wäre eine Überlegung wert, dann wären wir plötzlich halt kein Schattenpriester mehr, dann wären wir voll auf Disziplin und heilig. Ist im Angesicht der Tatsache, dass wir viel mit Untoten zu tun haben, vielleicht nicht so falsch. Auch wenn wir natürlich mit Schattenschaden denen auch beikommen können, aber es wäre halt eine Überlegung. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich habe mich da noch nicht komplett entschieden, also ich werde das so ein bisschen noch, ne? Also zur Not kann man das ja auch noch ein bisschen schieben, aber es wäre eine Sache, die ich ausprobieren wollen würde. Unsere Ausrüstung lässt das auf jeden Fall zu, von daher alles gut. Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann!